Leute, ihr glaubt es nicht. Gerade eben eingeschaltet und ihr glaubt es nicht. Steintroll besiegt. Dungeon Gegner. Relativ simpel sogar. Und was droppt da? Eine epische Waffe. Plus 6, plus 47, also 47 alle Stats. Und Alter, Mr. Massacre 2000. Er kann töten, massakrieren, zerfetzen und Kaffee kochen. Ja, nice. Also, wow. Das ist mal nice. Sehr nice. Gerade erst eine neue Waffe gekauft, aber ich beschwere mich nicht, ne? Ich beschwere mich nicht. So. Heute sehe ich noch einen Geschicktrank, aber den brauchen wir nicht wirklich. Irgendwas bei den... Nee. Nochmal schnell nachchecken. Nee. Okay. Dann sehen wir uns im richtigen Part. Und bis dann, Leute. Ciao. Moin, moin, Leute. Hier ist Jannisli und ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes und Fidgets. Ja, Server 36 geht's als erstes los und was sehen wir hier? Das EXP-Event ist gerade am Laufen. Sehr nice. Der magische Shrine Christ, der schöne Ork. Ja, wir nehmen mal die 330er jetzt erstmal an. Auch wenn wir hier, einfach damit wir hier ein paar Missionen reinbekommen in die Folge. Obwohl die hier kann ich jetzt mal eben abbrechen. Denn können wir hier in der Zeit mal eben das, die Arena und sowas machen. So, Stufe 30. Ja, ich bin auch in der mittlerweile Stufe 30. Oh, ich kann mal mein Headset aufsetzen. Damit ich auch mitbekomme, was da gerade an Sounds abgeht. So. Oh, sehr nice. Gewonnen. Ja, ihr seht schon, eine neue Waffe ist da bei mir im Inventar drin. Und zwar der Hochpräzisionsbogen der epischen Superkräfte. 66 bis 94 Schaden. Das sind um die 80 und 88 Stärke. Kommen wir mal in die Waffenladen rein. Okay, nö. Okay, nö. Nicht wirklich. Auch wieder zu wenig Schaden. Keine Geschicklichkeit drauf und auch keine Geschicklichkeit drauf. Zauberladen, was haben wir hier? Nope. Auch kein Geschick. Kein Geschick, kein Geschick, kein Geschick, kein... Okay, zu wenig Geschick. Und dann auch noch Glück. Wäre das Ausdauer, hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. So, wo waren wir hier noch nicht? In den Dungeon. Ich habe Probleme. Der nächste ist der grassige Gremlin mit 34. Also ich muss echt hier die nächsten Dungeon irgendwann mal freischalten. Den habe ich auf jeden Fall nicht, den hier ist der Fleischgolem, der ist nämlich Level 40, aber der hier ist Level 34 und ich bin erst 30, deshalb schaffe ich den noch nicht wirklich. So, und dann können wir hier auch auf die Mission gehen, hier 330 und wir gehen hier nochmal in den Waffenladen auf den Server. Wir haben hier die neue epische Waffe, die kennen Sie, sehr nice Angriffseffekt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, sonst irgendwelche Epics neu, nicht wirklich. Und hier irgendwas Neues. Nope. Glück, nein. Hier ist geschickt, das machen wir natürlich nicht. Die Waffe sowieso nicht. Okay. Oh, nice, nice. Getränke, Tränke. Ich sehe viele Tränke, ich sehe keinen Stärketrank. Das ist immer das, ja, das nicht so Gute, würde ich es mal nennen. Um es nett auszudrücken, ne? Glück, Glück, Glück haben wir gerade bekommen. Geschick Int. Ah, ich habe 8 Pilze. Reroll ich hier einmal. Ja, du hältst sowieso nicht mehr lange. Ah, jetzt muss ich nochmal rerollen. Geschick Int, Geschick Int, Stärke, Ausdauer. Ich will eigentlich. Ich behalte mal 5 Pilze. Also 5 Pilze will ich behalten für das Event, damit ich ein bisschen nachtrinken kann. Oh, sehr nice. So was habe ich gesucht. Sonst hier irgendwas, Int, keine Stärke, keine Stärke, also useless. Einmal mache ich noch einfach auf den Stärketrank. War mir so klar. Das war mir so klar, dass es kommt. Ich bin schon im Überlegen, eigentlich sollte ich sowas ja mitnehmen. Ich kaufe das. Und da kommt immer ein Ausdauertrank, sehr nice. Zack. Also das ist wirklich... Plus 56, also die ist schon sehr gut, die Kette. Und die Epic ist halt relativ alt. Die hier auch übrigens, die könnte man auch mal austauschen, wenn ich mal irgendwas mit Stärke bekomme.
Da muss ich nochmal nachgucken. Egal, Taverne. Ihr könnt euch mal den Soundeffekt anhören. Also richtig nicer Soundeffekt. Dann rühren wir nochmal beim Waffenladen, weil hier nur Ausdauerschuhe sind. Ich hätte gern Schuhe mit Stärke drauf. Und wir bekommen keine Schuhe. Irgendwie, als ob man das so vorbei beschwören kann. Herbei beschwören kann. Meine Güte, so nehmen wir das Schild mit. Auch wenn sich das dumm anhört, wegen 2. Okay, das war sogar ein bisschen mehr. Das war 21 Stärke. Ich habe jetzt 2 gelesen. Dann war es auf jeden Fall richtig. So. Die Kette, ich weiß nicht. Schreibt mal eben in die Kommentare, ob ich die anziehen soll oder noch die epische behalten soll. Weil das sieht schon viel, viel besser aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Das die 56 Stärke. Ja. Taverne, nehmen wir nochmal die nächste Mission mit, die, oh, 330 hier, 3330er. Ja, da bist du definitiv die Beste. Wie gesagt, beim Epic, beim EXP-Event, nicht beim Epic-Event, beim EXP-Event immer die mit den höchsten Erfahrungen nehmen, sollte eigentlich simpel sein, weil je schneller ihr hochlevelt, je mehr Gold bekommt ihr auch für die Quests. Also ich würde sowieso sagen, immer EXP. Immer EXP-Quests nehmen. Egal, ob gerade EXP-Event ist oder... Na gut, bei Gold-Event, da müsstet ihr dann schon mal gucken, wie euer Gold steht. Aber wenn ihr genug Gold habt, braucht ihr da auch nicht wirklich nur die Gold-Quests anzunehmen. Weil die beim Gold, also bei dem Gold-Event geben die auch relativ gut, auch ohne, dass ihr wirklich viel EXP einbüßt. Schon wieder ein Pilz. Wir sind heute echt gut. Sind heute echt gut drauf. So, haben wir hier, hier haben wir beide schon gemacht, genau. Auf dem anderen Server müssen wir das gleich nochmal machen. Gucken wir uns hier nochmal eben die Gilde an, nochmal durchgehen. Da ich Stufe 30 erreicht habe. Ja, guck mal hier, Knife gleich auf 50. Das heißt, er kann beim nächsten Epic Event schon ein paar Epics bekommen. Wenn er denn ein paar Bits hat. So, auch hier, mal gucken, falls mir irgendwas so ins Auge springt. Aber ich will es einfach nur einmal durchgehen, dass ihr, falls ihr das Video seht, dann euch auch im Video seht. Und das mache ich auf dem anderen Server nochmal genauso. Aber erstmal nehme ich hier nochmal eine Quest an. Hier, na. Die ist gut. Okay, Gilde. Da gucken wir die auch nochmal an. So, sind 2 Minuten noch, bis wir hier das Dingens machen können. Den Dungeon Gegner und die Arena. Und hier bin ich kurz vor dem 50. Level. Dann kann ich beim nächsten Mal Epics auch nochmal rerollen. Also beim nächsten Epic-Event kann ich mir wenigstens was kaufen hier. Und Nico de Robin 52. Auch. Also sehr gut. Kann man wirklich nichts sagen. Der Ring und die Map. Koshi ist jetzt gerade online, ist Level 60. Da hat er die schaurige Hockey-Maske der gestört. Ich weiß, dass er beim letzten Epic-Fest schon ziehen konnte. Deshalb ist er so ausgedeckt mit Epics. Also auch sehr nice in der Hinsicht. Bodo Sticks Brustpanzer habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Handschuhe des Fledermausmannes. Na 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 Weil ich denke, entweder sind sie inaktiv oder sie haben sie mitbekommen. Ja, also die habe ich einfach bisher, die sind schon zu lange noch nicht wirklich angenommen. Denn können sie sich ruhig wieder mal nochmal bewerben hier. Jetzt sind wir hier schon bei den Pilzkosten auf den Server und hier noch nicht. Ein bisschen spende ich noch. Wie viel muss ich denn spenden? Ich würde gerne das... brauche ich gar nicht zu spenden, wenn ich das ausbaue. Sehr nice. Jetzt haben wir Lehrmeister auch noch. Das passt immer gut zum EXP-Event, wenn wir das relativ hoch haben. Ja. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. 10 Minuten... 10 Minuten noch. 10 Sekunden noch, bis wir hier fertig sind. Yay. Ich freue mich. Mal gucken, ob wir noch einen Dungeon bekommen. Aber wie gesagt, den Server hier kann ich nicht wirklich viel, viel mehr hoffen als eine Epic-Waffe. Ne? Was kommt hier denn auch? Du nicht? Du auch nicht? Du. Fast. Nee, nicht wirklich. Du bist ein geschickter Gegner. Das ist natürlich auch sehr scheiße.
Oder schlecht, ne? Wenn man es mal, wenn man sich mal nicht so hart ausdrücken will. Ich kämpfe ganz bestimmt nicht gegen den. Oh hier. Da erwische ich einen ohne Tränke. Greif mir den mal an. Da ist er down. Da ist er down. Und so, dann starte ich hier noch ein Abenteuer, aber das war's dann auch für die Folge. So, das sieht relativ gut aus. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge, Leute. Schön bei Shanks und Fidgets einloggen, jetzt ist gerade EXP-Event. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Shanks und Fidgets. Bis dann, Leute. Ciao. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.